Jo, schönen guten Tag, willkommen zurück in Irland bei Patrick dem Abscheulichen. Es wüten die Blattern bei uns. Fast die Hälfte der Infizierten ist gestorben. Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Die Blattern wüten, aber wir können jetzt nichts machen. Und wir haben ein Gelage geplant. Wir laden wieder Feuerspucker ein. Ansonsten ist alles sehr ruhig. Wir haben keine Ansprüche. Tänzer haben zunächst für uns getanzt. Dann haben sie alle aufgefordert, mitzutanzen. Ach ja. Ein paar Tänzer möchte ich unbedingt dabei haben. Das ist schön. Ja, und wir wollen halt, wie gesagt, gerade ein Bankett veranstalten. Und ansonsten regiere ich einfach wild vor mich hin. Also Patrick genießt das Leben in vollen Zügen. Hier kommen wieder ein paar Leute nicht, obwohl das unsere besten Freunde sind. Es ist halt ein bisschen seltsam. Aber was will der machen, wa? Hier unten ist übrigens eine Revolte im Gang. Mal schauen. Wer jetzt der neue Herzog von Leinster werden möchte. Alle Gäste sind da. Na, mal schauen, was da so geht. Plünderer von Sorgwa, von Sorgwa streiten. Herzog Tressach ist wieder da. Ja, in Köln wird schon wieder geplündert. Und da hat ein Abt schon wieder jemand. Den mag ich nicht. Den mag ich nicht. Dann kommt er in den Knast. So. Alle haben getrunken und sich vergnügt, außer Bürgermeister Diederik. Den Wein abzulehnen, das ist ein Affront. Ein Affront. Er weiß meine Gastfreundschaft nicht zu würdigen. Okay, den mag ich nicht mehr. Aber das hier, den können wir doch wieder freikaufen, oder? Könnte man. Dann muss er quasi eine Geldbuße leisten. 25 Gold kostet der gemeine Diener von heute. Das ist so der Standardpreis, den haben wir mal so festgelegt. Alter, aber das hier macht mir ein bisschen Sorgen, dass Frankreich sich hier oben so breit macht. Also wenn Frankreich uns wirklich an den Karren fahren will, dann sehen wir wahrscheinlich nicht so wirklich einen Stich. Also das könnte schief gehen. Ketilmund von Insgall versucht mir meinen Titel zu entreißen. Sein Kanzler Bürgermeister Anfast von Stornoway soll in der Gegend von Moray herumreisen auf der Suche nach Dokumenten und Unterstützern, die ihm helfen, einen Anspruch auf meinen Titel zu legitimieren. Ja, wir wollen versuchen, Dinge mit Geld zu klären. Wir werden versuchen, ihn zu bestechen. Herzog Jaromir von Brandenburg behauptet, dass Earl Bryce von Ross versuchen würde, widerwärtige Irland Vorschub zu leisten. Bryce ist doch aber unser Freund. Mittlerweile können wir den ganz ehrlich nie mehr so richtig leiden. Aber er mag uns. Nee, gegen ihn werden wir nichts unternehmen. Ein gelehrter jüdischer Mann taucht an eurem Hof auf. Er hat beste Empfehlungen in Sachen Buchführung und Verwaltung. Schon jetzt hat er wertvolle Vorschläge zur Verbesserung. Na dann, willkommen am Hof. Du wirst aber den Posten nie einnehmen. Ach, klasse. Ja. Okay, wir kriegen unser Geld zurück. Bestechen hat nicht funktioniert. Herzog der Thronräuber hat den Titel Herzogtum Leinster von Gräfinstech von Ormond übernommen. Okay. Also haben wir jetzt hier einen Herzog. Oh. Leinster. Alter Verwalter. Das ist aber auch jetzt hier so eine Ansage. Aha, also hier bauen sich schon so manche Dinge ganz schön neu. Der ist jetzt auf jeden Fall ein Mächtiger unseres Reiches. Das heißt, was kann er? Er könnte, wenn wir ehrlich sind, er kann gar nichts. Ach Gott. Ach Gott, der Typ hier, der ist ja absolut unfähig. Herzog Ian von Köln. Wir müssen mal schauen. Und du bist. Der kann auch nichts, ey. Das ist. Puh, was macht man denn hier? Ja, ist der Bruder vom Monsteraner. Also das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann Bryce tatsächlich ja eh nicht mehr so richtig leiden. So, wir haben hier gute Verwalter. Wir haben hier. Richtig, richtig tolle Verwalter. Und was müssen wir machen? Wir müssen hier wahrscheinlich
diesen Schwachmaten reinnehmen. Das bringe ich nicht übers Herz. Aber wir werden jetzt unseren Freund hier rausschmeißen. Weil beim Geld hört die Freundschaft auf und wir werden aus Religionsgründen. Ne, wobei, was ist da gerissen? Verwalter, neidisch, bescheiden, tapfer, ehrlich. Wir werden ihn zum neuen Verwalter machen. Einfach weil, ja, es ist halt einfach so. So, und dann brauchen wir einen neuen Kanzler. Und da müssen wir ihn dann nehmen. Ob wir das nur wollen oder nicht. Wir müssen die Mächtigen des Reiches einbinden. Und den da, den, ja, den müssen wir jetzt irgendwie ertragen. Also intrigenmäßig sind wir gerade total am Eimer. Ah, und wir machen wieder ein Bankett mit dem Herzog von Munster. Das finde ich sehr schön. Da können wir gepflegt einen trinken. Und Mart hat ein Lied zu meinen Ehren geschrieben. Offenbar möchte er mir sagen, dass ich der beste Mensch auf der ganzen Welt bin. Ich kann Geschichten erzählen, um ihn zu beeindrucken. Ich weiß eben, was Verantwortung ist. Wir müssen das nehmen, weil wir sind ja bescheiden. Also wir werden jetzt keine Geschichten erzählen. Mart hat es sehr beeindruckt von mir und scheint mich zu vergöttern. Ich hoffe, ich bin ein guter Einfluss. Das glaube ich eher nicht. Ach, wobei, so schlecht ist unser guter König nicht. Ein gerechter Herrscher. Das kann man machen. Das ist, denke ich, in Ordnung. So, wir werden jetzt die Sommerfeste wieder rausnehmen, habe ich beschlossen. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Die Gelage werden wir jedes Jahr durchführen. Auch wenn das zu so seltsamen Verwerfungen führt, dass auf einmal irgendwelche Freunde uns nicht mehr leiden können und so. Aber das ist dann so. Hm. Okay. Ninjan de Kaftor. Wir haben schon wieder Kinder bekommen. Hämisch. Das ist schön. Gut. Oh, das dauert echt ewig, ey. Guck dir das an. 1072 wird das fertig sein. Jo, und wir gehen wieder einen trinken. Das ist sehr in Ordnung. Das kann man machen, denke ich. Hm. Oh. Er hat das Spielbrett rausgeholt und jetzt werden wir schauen, wer der beste Strategie ist. Er besteht darauf, um Geld zu spielen. Na gut, dann spielen wir. Wir spielen stundenlang und das Glück neigt sich mal dem einen, mal dem anderen zu, während ich versuche, die Stellung meines Gegners anzugreifen, ohne meine Verteidigung allzu sehr zu schwächen. Ja, ich finde eine Lücke, mache ein paar geschickte und aggressive Züge und gewinne das Spiel. Ehre sei dem König. Also hier steht nur Ehre sei König. Das ist ein bisschen komisch. Aber das wird schon passen. So, unsere geliebte Gattin, das Feiern und Zechen ist vorüber, zumindest für den Moment. Es ist höchste Zeit, sich wieder der Realität zuzuwenden. Widmen wir unsere Freizeit jetzt dem Spielen? Gesellig, ja, das liegt schon so in seiner Neigung, oder? Er ist gesellig, da hat er die Möglichkeit, mit Leuten rumzuhängen. Ja, wir werden jetzt spielen, wir spielen jetzt die ganze Zeit, was bringt das? Oh, Kriegskunst, Diplomatie, mhm. Das ist ja cool. Wir spielen alles. Sehr gut, unser König ist ein Spieler. Oh, was ist das? Aquitanien. Oh, guck mal, Frankreich. Also, dieses Europa sieht echt witzig aus. Pirkoi of Antemura hat viele Kontakte unter den Radaniten. Dieses Netzwerk von jüdischen Händlern erstreckt sich über die ganze bekannte Welt, von Westeuropa bis hin nach Katai. Seine Kontakte haben sich als großen Vorteil für die Wirtschaft des Reiches erwiesen. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt kriegen wir Punkte in Wirtschaftstechnologie und der können wir direkt ausgeben. Das ist die Frage, wollen wir Burginfrastruktur? Das wäre fürs Burgstädtchen zielführend. Das machen wir. Hier können wir uns mit den Sitten des Adels auseinandersetzen. Und hier werden wir mal wieder unseren Hof durchsuchen. Wir suchen Männer. Männer und die dürfen nicht verheiratet sein. Dann haben wir dich. Priester können nicht heiraten. Hämisch, haben wir für dich irgendwas Hübsches? Eine Gräfin? Nee. Kurtisane in Meth. Ja. Ja, unser jüdischer Kämmerer. Für den eine nette katholische Dame wäre vielleicht ganz clever. Auf Dunbar. Die ist doch gut hier. Sehr gut.
Ja, er kann nicht, weil er ja unser Hofeunuch ist. Ja, okay. Das ist ja spannend. Okay. Okay. Hämisch und Dubgila und sehr schön. Dann haben wir uns am jüdischen Verwalter mal eine Frau besorgt. Oh, nein, unser Freund ist gestorben. Dressach ist gestorben und er hatte keine Kinder. Er hatte nur hier einen Bastard. Und deswegen hat jetzt sein Bruder. Fuck. Grunjael, der Thronräuber, hat alles geerbt. Eieieiei. Guck mal, jetzt hat er den kompletten Süden unter sich und hier noch den ganzen Kram. Fu, 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 fu. Ja. Aber ist okay, ich finde den jetzt nicht ganz blöd. Das ist schon in Ordnung, aber. Das heißt, wir haben einen Marschallsposten frei. Ja, jetzt gibt es wieder einen mächtigen Vasallen weniger. Was ist denn mit dir? Als Marschall ist er mir tausendmal lieber. Moment, da könnten wir nämlich hier nochmal Ratsposition ändern. Er soll mein Marschall sein. Und dann brauche ich einen neuen Hofspitzel. Dann gucken wir mal, ob wir da. Nee. Also es gibt keine mächtigen Vasallen. Dann nehmen wir den Herzog von Brandenburg. Das finde ich gut. Und den schicken wir aber nach Rom. Also technologisch sind wir irgendwie ganz schön weit vorne, fällt mir gerade so auf. Also das läuft hier richtig gut in unserem kleinen, aber feinen Irland am Rande der Welt. Ah, wir können wieder ein Gelage abhalten. Das machen wir. Wie gesagt, ich werde es nicht immer vorlesen, weil es ist eh immer, wir suchen Programm aus. Ja, hier Minnesänger dieses Mal. Wir suchen was zu essen aus und dann laden wir alle ein und dann sind die alle wieder böse auf uns. Aus welchem Grund auch immer. Ja, wir geben wieder genug aus, dass niemand nach Hause gehen muss. Und dann laden wir alle ein. Und da kommen wieder ein paar Äbte in die Nähe. Der Herzog von Brandenburg. Den finden wir jetzt doof. Also das ist tatsächlich so das Problem. Er ist ein bekannter. Oh, er ist ein bekannter Mörder und ein Familienmörder. Spannend. Das ist wirklich spannend. Und in Köln wird wieder geplündert. Was eine kleine Truppe. Ich denke, da gibt es durchaus die Chance, dass die vielleicht von den Kölnern selber in den Griff gekriegt werden. Alle haben sich vergnügt, außer Bürgermeister Fuptat. Den Wein abzulehnen ist ein Affront. Er weiß meine Gastfreundschaft nicht zu würdigen. Also ich glaube, das mit den Saufereien, das bringt so viel Stress, da hat der gute Mann überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich werde das jetzt lassen. Er hat keine Lust mehr auf das regelmäßige Getrinke, weil dann kommen wir alle und sind ganz blöd. Und er will ja eigentlich nur seine Ruhe haben. So, er hat seine Frau, er ist glücklich. Die Frage ist tatsächlich, was würde ihm jetzt liegen? Wo hätte er jetzt Lust drauf? Eigentlich, ja, er will spielen, er ist bescheiden, er will gesellig, er will ehrlich sein. Also er will so mit seinen Leuten rumhängen. Die Frage ist halt, will er trinken? Oder will er jagen? Jagen ist ja auch so ein Spiel. Es ist halt die Frage, ob das damit gemeint ist. Enge Flanke. Es bringt auf jeden Fall auch irgendwas zum Kämpfen. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal so ein bisschen der Jagd widmen als nächstes. Ich bin ein paar Tage zu zeitig. Kämmerer. Oh, hat Jukin motiviert. Sehr schön. Ja, wir werden uns jetzt mal der Jagd widmen. Das ist jetzt. Das glaube ich nicht so schlecht. Weil dieser Familienfokus, ja, wir haben jetzt, die Töchter sind ja da und das ist alles soweit ganz nett und glücklich und schmuckelig. Aber mehr wollen wir dann auch nicht. Oh, Prinzessin Menzia ja, hat ihren treulosen Ehepartner Ninian vor mich gezerrt und besteht darauf, dass ich ihn bestrafe. Ein paar Tage im Kerker werden ihm gut tun. Das ist, weil wir gerecht sind und dann werden wir natürlich auch genau das tun. Oh Gott, ein Ehebrecher. Oh, und unser
Der macht hier richtig Banane. So. Dich können wir jetzt mal freilassen. Und Ninjan. Ja, das war einer unserer Anführer. Ein Troubadour und seine Frau, eine was auch immer, sind aus Okzitanien angekommen. Ihre Vorträge umfassen das gesamte Spektrum von vulgären bis zu politischen Sirventes. Einschließlich Liedern und Gedichten über höfische Liebe. Ich hoffe, dass sie das Falkenlied können. Auch weil wir gütig sind. Ich erinnere mich an die beiden, sie waren schon letztes Jahr hier. Ich versichere euch, dass sie gut bezahlt werden. Nö, das Falkenlied will ich hören. So, ein paar Tage war ja gesagt, ne? Dann lassen wir ihn wieder raus. Und schauen, dass er wieder Befehlshaber wird. Ich hoffe, er ist das noch. Ne, ist er nämlich nicht mehr. Da kann man nämlich hier die Flachpfeife rausnehmen und ihn wieder zum Befehlshaber machen. So ist das gut. Aber das hier macht mir Angst. Also hier der Süden, das ist schon nicht ganz schlecht. So, was ist denn jetzt eigentlich hier mit Connacht? Connacht als Titel besteht schon, oder? Ja. Ach so, das ist hier auch in so einer Personalunion. Und er braucht auch irgendwas zu tun. Dann nehme ich dich wieder raus, wenn du ein bekannter Mörder bist, und nehme den da rein. Also wir haben jetzt tatsächlich in Irland nur noch zwei Herzöge. Das ist tatsächlich schwierig. Also wir haben hier den Connacht und Meath. Und wir haben hier unten, das ist alles eins. Puh, ja, es zentralisiert sich. Erst einige Wochen nach dem Bankett hörte ich davon und wunderte mich, warum ich nicht eingeladen worden war. Sind Earl Price und ich nicht mehr Freunde? Ja, ich kann ihn tatsächlich nicht mehr so richtig leiden, was hauptsächlich aber daran liegt, dass es ja nicht mehr... Wir müssen... Na, Moment, wir werden das würfel ich aus. Ich habe eine 1. Vielleicht hat er es vergessen. Naja, wobei... Ja, wir sind halt ein bescheidener Charakter, da ist das wahrscheinlich möglich. Oh, der König Pierre von Sizilien hat einen Antipapst aufgestellt. Obwohl, ich wollte mal ins Heilige Land gucken. Ach, da ist nicht mehr viel übrig. Da ist nicht mehr viel übrig. Guck's dir an. Also Jerusalem fällt so langsam, aber sicher an den Feind. Das ist nicht fein. Das ist nicht sehr schön. Können wir Spießträger ausbilden? Oh, und jetzt schmieden die beiden Herzöge, die wir noch haben, auch noch ein Bündnis. Also das ist schon, ja, es ist eine sehr seltsame Situation, wenn man mir ehrlich ist. Das finde ich tatsächlich gerade schwierig. Aber wir können noch ein Burgstädtchen bauen. Das machen wir. Das finde ich gut. Burgstädtchen bin ich ein großer Fan. Was ist eigentlich mit unserer Frau, Geliebte? So, und jetzt werden wir uns mal ein bisschen der Jagd widmen. Das ist jetzt mal dran. Dass wir da mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich will mal was anderes machen, dass mal ein bisschen was passiert. Weil ansonsten gucken wir hier tatsächlich die ganze Zeit nur zu. Und es passiert gerade irgendwie nicht so richtig viel. Patrick, der Abscheuliche, sollte eigentlich Patrick der Langweiler heißen. Was ja eigentlich für so ein Reich immer eine ganz tolle Sache ist. Oh! Oh, Berichte über eine Epidemie. Wir haben Berichte über den Ausbruch einer Epidemie im westlichen Protektorat erhalten. Die Informationen sind nur vage. Aber die Bevölkerung soll wie die Fliegen sterben und die Angst vor der Krankheit breitet sich so schnell aus wie das Leiden selbst. Außerdem wird berichtet, die Krankheit sei irreversibel und unheilbar und die vereinzelnden Aussagen über die Ereignisse sind beunruhigend. Der Ursprung dieses Übels ist unerklärlich, sodass die Menschen ihre Götter anrufen und sich gegen ihre Mitmenschen wenden, um sie vor der Anstellung zu schützen. Viele bezeichnen sie als eine neue Pest. Wenn ich helfen kann, werde ich es auch tun. Aha. Also meine Freunde, die Pest ist da.
Das hat uns ja das letzte Mal, es ist schön, bei den Sachsen, wo wir das letzte Mal gespielt haben, war das ja auch so. Da kam das auch relativ zeitnah. Also da war das auch so um die 69. Folge. Die blattern. Und wo kommt die Pest? Wo kommt die Pest? Hier oben. Hier oben. Okay. Ich halte es halt für unrealistisch, dass man das in Irland jetzt so auf die Schnelle aus der Ecke schon mitbekommen hat. Maximal so ein bisschen als Gerüchte. Aber das ändert ja nichts daran, dass man vielleicht ja trotzdem irgendwas machen könnte. Da müssen wir doch was tun. Suppenküche. Krankheitswiderstand. Leberkolonie. Kapelle. Ja, wir müssen hier unser Hospital ausbauen. Das möchte ich jetzt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Ja, ach, guck mal, unsere Kamera ist grandios. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so rollenspielgerecht, aber wir haben ja mit Krankheiten schon öfter zu tun gehabt. Und die haben ja in unserer Familie durchaus auch schon seltsame Blüten getrieben. Also insofern müssen wir mal gucken. So, Lorina, wie sieht's denn aus? Nee, Lorina bleibt Lorina. Was war das jetzt? Es kam ja gar nichts. Das Einzige, was mir gerade Freude macht, ist, dass Frankreich nicht mehr ganz so groß ist. Aber Jerusalem. Ach Gott. Jerusalem hat jetzt Besitzungen hier. Dafür. Oh, hier auch. Aber dafür halten sie das Heilige Land nicht mehr. Also, das ist alles. Hier passieren sehr, sehr seltsame Dinge. Aber mit diesen seltsamen Dingen beschäftigen wir uns definitiv beim nächsten Mal. Wir gucken mal hier nochmal auf die Welt. Byzanz, Serbien, was ist das hier? Bulgarien ist nach wie vor ein Thema, aber Serbien, guck mal hier, Serbien, 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 Serbien. Ja, hier drüben diese großen, das werde ich jetzt einfach ignorieren, weil, pff, keine Ahnung, das tangiert uns tatsächlich nicht so. Tuluniden, hier sind die Abbasiden, hier sind die Asamiden, die Isaid. Frankreich ist immer noch ein Thema. Lothringen ist wieder da, Ostfranken ist da. Wir haben unsere kleinen Enklaven, Exklaven hier auf dem Festland, im Brandenburgischen und rund um Köln. Aber die haben wir geerbt, das heißt, die gehören einfach zu uns, das ist jetzt so. Mir macht hier diese französische Enklave so ein bisschen Sorgen. Ja, und hier oben Finnland ist relativ stark. Gut. Aber so ist es jetzt erstmal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken und ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.